Schweizerin! Gehe weg von hier! Ja, so hat es in der letzten Folge von Final Fantasy X geendet. Und wir sind jetzt hier noch auf der Flucht. Und da sehen wir schon, da kommen ein paar Guados angetappert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, nur 6 Stück, das ist ja gechillt. Aber was soll's. Wir fliehen jetzt aus dem Makalania-Tempel. Und ja, der trifft uns jetzt gleich und holt sich Freunde. Okay, sind natürlich nicht die geilsten Freunde für ihn, aber wenn er den Spaß so braucht, machen wir das doch mit. Ja, ganz einfach, auf den, ich glaube, es ist ein Wasserblock. Nee, Eis ist es, brauchen wir Feuer. Ja, der taucht sich. Auto-Potion, geil. So, naja, die sind One-Hit. Was macht denn noch eine Auto-Potion? Ja, ich glaube, das dürfte ein Hero leben. Doch. Wieder Auto-Potion. Was für ein Scheiß. Wie oft macht denn der das? Wieder Auto-Potion. Also machen wir. Gab's nicht hier irgendein anderes Ding? Nee, es ist eine. Ist ein Auto-Effekt, den er hat. Nee. So. Irgendwas. Naja, das war noch kurz und blind. Oh mein, Lulu ist zu schwach. So, hatte der irgendwas? Doch nicht. Was mit der Clown machen? Dann müsste der sich ja wieder heilen, der Trottel. Nee, doch nicht. So, nehmen wir mal Tilos und gehen mal Lulu. Den passt an. Okay, der hat also um die 5 Potions dabei. Achso, man könnte ja auch mal die ganzen Punkte noch verbrauchen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Komm, lauf. So, Geschick von Tilos um 4 gestiegen. MP um von Tilos um 20 gestiegen. Und Abwehrkraft um 2 gestiegen. Und wir haben immer noch ein Feld, was wir uns bewegen können. Glaube ich, ja, Treffer steckt um 2. So, Tilos fertig. Riku. Ne, dahin. Treffer um 2 gestiegen. Geschick von Riku um 3 gestiegen. Und MP von Riku um 20 gestiegen. Und wir gehen wieder weiter. Magie von Riku um 4 gestiegen und Angriffskraft steigt um 2. Weiter geht's mit Lulu. Hehe. Wo wollt ihr jetzt mit der hingehen? Nicht so klar. Geh ich hier hin. Ja, doch. Ja doch, klar. Das ist das einzig Sinnvolle. So, Reflex um 4 gestiegen, das heißt, sie ist schneller. HP um 200 gestiegen und Abwehrkraft um 2 gestiegen. Und wir können hier hingehen und was lernen wir? Bio.
so ist. Der Weg unten lang wäre doch besser gewesen. Schade. Naja, gut, okay, was soll's. Hätten nämlich dann hier los. Naja, okay. Mein Gott. Wir werden jetzt dadurch nicht sofort sterben. Was gab's denn da drüben? Achso. Hier gehen wir mal direkt weiter. Reflex um 4 gestiegen. Zauberabwehr um 4 gestiegen. Und HP um 200 gestiegen. Und wir gehen wieder weiter. Bis dahin. Abilities-Heroiden. Wasra erlernen. Und Feuerer erlernen. Wir können uns noch zweimal bewegen, um die restlichen Ras zu erlernen. Die Blitzra und Eisra. Ja, demzufolge ist Wacker auch schon dran. Und wir benutzen zwei Kraftsphäros. Einmal um 200 HP zu erhalten und einmal um eine Angriffskraft um 4 zu erhöhen. So, jetzt können wir bis hier hin. Erhöhen die Magie um 300 wäre schon heftig. Und erhöhen die HP um 200. Und das war's bei Wacker. Auron ist dran. Ja, erstmal bis hierhin. Angriffskraft von Auron um 4 gestiegen. Und HP steigen um 200. Ich muss gucken, was ist denn das hier für Spell? Ach, Gemachgar. Ja, gut. Braucht Auron nicht unbedingt. Dafür kriegt Auron noch 20 MP. Yay! Yippie, yippie, Schweinebacken. Schnell schauen, was das hier ist. Achso, Vitra. So, wir können erst noch bis hier hin. Und Geschick um 3 erhöhen. Zauberabwehr um 3. Und wir latschen bis hier rüber. Und erhöhen die Magie um 3. Nicht ins Menü, sondern... Hey, waren das schon alle? Ja. Okay, das waren schon alle. Und bald haben wir Vitra frei mit Yuna. Das heißt, sie können dann effektiver heilen. Der kam nicht mehr hinterher. Ist ja nicht so schlimm, kommen wir, glaube ich, gleich. So. Mal schauen, hatte man. Erstmal wechseln konnte man zu Auron. Also 400 und. Eispudding, Feuerer. Macht hier seinen Schaden? Naja, nicht wirklich. Aber sie macht schneller den Schaden. Uhaha. So, Tilos. Wo gehen wir mit Tilos eigentlich hin? Achso, mit Tilos gehen wir hier runter. Achso, da. Okay, bewegen einfach. Passiert nichts. Was für ein Langweiler. Kraft, Sphäre, Abwehrkraft und 4. Das ist doch schön. So, jetzt ist man aber. Ne, da drüben gibt's nichts. Ist hier irgendwo was? Wäre cool, wenn man hier noch nebenbei Kisten findet, dass man die sich ja auch logischerweise holt. Ey. Und. Bam! Farewell. 1045 Schaden macht jetzt, weil wir die Angriffskraft erhöht haben. Äußerst praktisch. So, warum laufe ich überhaupt hier oben lang? Oh, wir brauchen einen Wacker. Get out of the way! Komm, Junge, zeig, was du kannst. Oh, Wacker lernt Ekstase-Typ Siegeshymne. Bam. Ah, hier, Feuerer getroffen, muss wohl sterben. Ja, und Auron macht 1144er Crit. Wacker und Auron kriegen den Level up, damit wir wieder ein bisschen stärker durch die Gegend rennen können. Vor allem bei Wacker ist das praktisch. Oh, und es gab 4, nice. Hey, wie kann's sein? Auron, wieder mal 200. Wie viel hat er denn jetzt? Auron, 3030 HP. Ja, Kiste ist da. Oh, ein Sphäropass. So, jetzt kommen wir jetzt noch
Spike. Oh nee. Zack. Oh. 1400. Nee, aber nicht. Tidus muss das machen. Komm, Tidus. Lulu kriegt ein Level ab. Ja. Das ist nice, weil da können wir dann jetzt zurückgehen mit Lulu. Speichern erstmal. Komm, speichern. Wir dürfen gerade nicht mal zurück ins Blitzballstadion. Beziehungsweise zurück ins Blitzballstadion. Wir dürfen nicht ins Blitzballstadion gehen. Das ist gerade gesperrt. Wegen Umbauarbeiten wahrscheinlich. Noch drei möchte gerne. Noch zwei. Oh, ich glaube, ich mache den Ari. Ich glaube, bei dem kann er Nasshauch-Ei lernen oder so. Gleich mal hier Kimari holen. Ne, keine Text, sondern Spezial und Dragonik. Ne, doch. So, was haben wir jetzt hier? Tombola, Elementär, ja, einfach mal draufhauen. Ja, Feuer, so wie es haben wir. Glück gehabt. Wen was da noch kommt. Ja, es gibt da noch Shell drauf und Rotes. Aber ist nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht mal, wie viel Life der hat. Ach ja, da stellt ein Rotes drauf. Ah. Auran? Text. Erstmal Kraftbrecher. What? So, jetzt ist er auch noch blind. Schön. Wir hatten noch nicht mitgekämpft. Rico darf was klauen. Für was anderes ist die eigentlich auch gerade nicht so wirklich zu gebrauchen. Weil das ganze Zeug, mit dem du basteln kannst, braucht man eigentlich selber ja noch für andere Sachen. Weiter, 14.000 HP hat er. Was haben wir denn tolles Namen? Rita, Medica, Engel. Was? So, Rita. Ich kann ja mal Rita auf Auren schmeißen. Gut, tauschen wir wieder aus. Tidus. Und Tidus macht erstmal Hass auf Auran. Tradition. Ja, Holosiderit, klar. Ja, mal gucken, was passiert. So. YB, XA, links, rechts, A. Oh Mann, ich war zu langsam. War alles nie so in Farben. Okay. Nehmen wir noch einen Lulu, nehmen wir noch einen. Die Black Mage. Das bringt uns einfach nie so viel. So. Ist Gimu immun oder? Oh nee. Haben wir mal noch einen Magiebrecher drauf. Schaden von Tidus. Auran auch bloß ein bisschen mehr. So, das, okay. Kann ja mal Baka wiederholen. Dass der seinen Blindhieb macht. Und dann kann sich der Kampf nur noch in die Länge ziehen, wie groß. Sinnvoll ist nie. Klicken Run Adventure hier. Oh, 1050, Mensch.
jetzt mal wieder hier. Tex und Blinty. Wendigo bleibt ja dann blind. Wieder drei Runden. Was wird er eigentlich? Wollte ja mit Tidus die Ekstase machen. Gemetzel ist cool. Oh, ich sogar. Oh, yeah. 400, 600, 800, 1000, 1002. Sogar 1002, bisschen mehr. Er ist gar nicht mehr blind, oder? Kann ich mit dem nicht. Mist. Rotz. Und dann ist doch mein Luna. Weiß mal die Engel aus. Tidus. Und dann kann ich Pfeife wieder mal aufstehen. Und Wacker. Okay, normalen Angriff. Sondern meine Gegner ist zwar fast tot, aber können ihn ja mal in den Weg versetzen. Tidus macht Last Hit. Okay. Ich hätte ja ansonsten mit Luna gemacht. Sie. Enraged! Alle sind Level Up. Also alle mindestens eins. Einige sind sogar zwei. Ach, sind die gut. Praise be to Yevon. That's what I would have said. If I was a follower of Yevon. We were all there, and in one piece. Even if I had a headache from wondering what was in store for us next. Ja, mit diesem wunderbaren Kampf beenden wir auch das heutige Video. Mal sehen, das nächste wird vielleicht wieder ein bisschen länger. Aber ich hoffe einfach, wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also. Bis dahin, tschüssi!